Also konnte ich mir gar nicht feststellen, da jetzt irgendwas angemessen hätte zu wechseln. Grüß euch, ich bin der Stricker Erik, ich bin 19 Jahre alt, ich komme von Gulsen. Seit 12 gegangen, bin ich 46 Jahre. Und ich habe bei der Firma Schank Carbon Technology den Lehrberuf Mechatronik gelernt. Ich bin in der Schank Carbon Technologie herzuerinnern seit 25 Jahren und bin im Bereich Produktion tätig, hauptsächlich jetzt auf den neuen Maschinen wieder für Elektromobilität. Also meine Aufgabenbereiche sind im Prinzip bei denen von Maschinen, Störung beheben, messen und schauen, dass halt die Produktion läuft und Qualität halt natürlich nach außen geht zu den Kunden. Also ganz wie Konstrukteure, die zeichnen die Maschinen, wir kriegen dann die Zeichnung und wir müssen sie dann zusammenbauen, sprich die Profile herschneiden, die Krankstück mal zusammenbauen, dann die ganzen Komponenten einbauen, dann alles verkabeln, verschleichen, alles was alles dazugehört eigentlich. Also in meinem Beruf gefällt mir hauptsächlich im Prinzip halt die Maschinenbedienung, alles drum und dran, man muss halt schauen, dass alles passt. Dann wenn halt Fehler einsteigen, im Endeffekt ist man halt gefordert, dass man die Fehler irgendwo auszufängt, sucht und dann auch bestmöglich natürlich behebt, ist klar, weil sonst geht es schlechte Qualität an den Kunden und das wollen wir absolut nicht haben. Ja, mir taugt euch an meinen Beruf, dass es recht abwechslungsreich ist, weil es nie das Gleiche ist, weil jede Maschine ist unterschiedlich, du hast irgendwie neue Herausforderungen. Auch meine Arbeitgeber schätze in Endeffekt die Sozialleistungen, die alles zur Verfügung steht. Es sind nette Kollegen herin, es sind viele Leute. Man hat privat dann außen natürlich auch viele Kontakte. Nein, weil wir helfen alle zusammen, untereinander in der Abteilung. Und keiner ist auch privat schon die meisten. Ganz super, dass wir keinen Ding haben in der Firma. Du kannst Mittag hingehen für einen verminderten Preis und gibt euch nicht schon beschweren können. Ja, in meiner Freizeit gehe ich meistens mit den Freunden zum See oder generell schwimmen. Oder hier jetzt, wie es ist, in der Radlfahr-Hochsaison, Mountainbiken, Radlfahren. Ja, das ist eigentlich so mein Ausgleich zu der Arbeit. Ja, freizeittechnisch nutze ich natürlich jetzt durch die Schichtarbeit, was wir haben. Hast du natürlich einmal Vormittag, einmal Nachmittag oder auch teilweise dann, je nachdem, nach der Nachtschicht, wie es da halt geht. Ja, nutzt man halt einmal, sagt man geht Radl fahren, man geht bohnen, man geht am See, man geht wandern. Das nutzt man halt eigentlich in unserer Region relativ fest. Und das ist natürlich auch ein Vorteil für die Schichtarbeit.